Willkommen zurück zu einer neuen Folge Konarium. Wir wollten uns doch mal hier alles angucken. Das werden wir jetzt auch machen. Ganz gemütlich und auf entspannt und so. Mir gefallen die blauen Kristalle. Die strahlen so ein schönes warmes Licht aus. Okay, jetzt ist die Frage. Gehen wir erst da lang oder gehen wir da lang? Wir gehen erst hier rein. Da unten geht es weiter runter. Hier kommen wir nicht weiter, also können wir nur hier raus. Hier oben gibt es auch nichts. Oh. Oha. Okay. Wir haben dem was aus dem Wanst geholt. Hier. 5 Steinstücke mit verschiedenen Glyphen drauf. Okay. Können wir jetzt damit hier was anfangen? Nein. Also geht's weiter nach hier unten. Okay. Unser Handschuh schlägt wieder aus. Schon wieder so eine Axt. Was? Okay, schon wieder ein Flashback. If I am not mistaken, this relief depicts that the overgrown flower we came across at the various points in the cavern can be cleared away with an iridescent device, a tool or a talisman. Curiously, we still haven't been able to find the roots of those plants. They seem to seep out of these caverns by passing through crevices which look as if intentionally made for them. What other secrets might these silent halls conceal from us? Okay. Tagebuch wurde aktualisiert. Nee, abspielen wollen wir es nicht. So, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass diese komischen Eier aussehen wie aus dem Film Aliens. Und die hier sehen irgendwie aus wie Geschöpfe aus Indiana Jones. Irgendwie haben die sich hier Filme zum Vorbild genommen. Ist recht interessant. Okay, Handschuh schlägt aus. As we planned, my team will continue exploration through this gateway. Other expedition parties can commence when ready. Bitte? Das sieht aus wie so ein Stargate jetzt zum Beispiel. Also, ja, das hier genauso. Also, ich feiere das gerade irgendwie. In die Mitte gehen wir gleich. Was passiert jetzt? Nichts, okay. Hier sind wieder die Alien-Eier. Ah, hier kommen die Glyphen rein. Ach du Heimatland. Jetzt muss ich mir das auch noch merken, oder wie? Looks like something's missing here. Ach
du Scheiße, wo sehe ich denn das mit den Glyphen? Hier ist eine. Ist bei dem Tor hier auch irgendwo eine? Nicht, dass ich sehe. Scheibenkleister. Ist hier irgendwo eine abgebildet? Nein. Dann gehen wir mal in die Mitte. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Mitte, bevor ich die Glyphen da falsch einsetze. Na, es schlägt wieder aus. Was zum... Was passiert? Ah! Ah! Geh weg! Was war das? Der hat aber genauso einen Handschuh wie ich. Der hat genauso einen Handschuh wie ich. Also irgendwas ist hier noch. Oh! The same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here. Matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. Okay. Ah. Das ist dann bestimmt für da unten. Hier ist nichts drin. Da ist auch nichts mehr drin. Und da auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal, ja, da, wo wir die Steinknubbel einsetzen können. Ab und zu immer mal wieder auf das Türchen gucken. So, Tagebuch. Zeichnungen, oben, Strich, Strich, Haken, L. Dort rein. Nächstes. Nein, Zeichnung. Falsches L-Haken nach unten. Vier Striche. Falsches L. Vier Striche. Und Sonne. Und das sieht aus wie Wasser. Gut. Sonne, Wasser. Und jetzt bestimmt noch das hier. Okay.
Okay, das haben wir richtig gemacht. Es geht nicht weiter. So, und für was ist jetzt das hier? Oh, war das ein Eingang? Ich dachte jetzt, die Kugel kommt auf mich zugerollt. Da unten ist wieder Wasser. Wo gehen wir jetzt als erstes hin? Hier oben. Da möchte ich jetzt nicht durch. Ich gehe erst zum Wasser runter. Okay. Do you hear me? Come on, please. Where are you? Damn it. The connection is lost. Ich soll, also ist das Wasser da unten dann, ja. Das bin ich. For a moment I thought my reflection in the mirror was about to talk to me. Nicht nur das. For a moment I thought I saw a light on my brow. Es sah so aus, als ob da bei dir auf der Stirn was auftaucht. Okay, ich kann den Handschuh nicht verwenden, aber die Lampe. Ich feiere diese Kristallfarbe. Die ist richtig schön. So, hier gibt es nichts, aber hier drinnen wird es was geben. Eine Taschenlampe. Eine Notiz. Wir haben die Arbeit an den U-Booten abgeschlossen. Wir sind bereit, um die nächste Reise ins Unbekannte anzutreten. Schön für euch. Das kennen wir schon. Wurde diese labyrinthartigen Höhlen zu irgendeinem Zeitpunkt überflutet? Keiner weiß es. Wir können vermutlich davon ausgehen, dass das Klima hier aufgrund der vulkanischen Aktivitäten in der Erdkruste feucht und gemäßig ist. Schön dafür. Okay. So, ich soll eins der U-Boote nehmen. Soll ein U-Boot sein? Alles klar.
Aber wo uns das U-Boot hinbringt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.